Hey Leute, was geht bei euch? Was ist los bei euch? Und ja, ich sitze gerade an meiner Facharbeit und da ist mir ja die Frage gekommen, ja, ich muss hier jetzt eine Fuß- und Kopfzahlen einfügen und Seitenzahlen und dann muss ich selber erstmal googeln, wie das geht. Und deswegen wollte ich euch mal kurz ein Video machen dazu, wie das funktioniert, falls ihr auch gerade an einer Facharbeit sitzt oder sowas ähnliches. Ja, also ich habe jetzt hier schon meine Seiten vollgeschrieben und ja, als erstes geht ihr einmal auf, wenn ihr jetzt, wir fangen mit der Kopfzeile an, ihr geht einmal auf Format, auf Seite. Und dann gehen wir hier auf Kopfzeile und dann klicken wir erstmal Kopfzeile einschalten. So, das könnt ihr im Prinzip so lassen. Inhalt links, rechts gleich. Hat was damit zu tun, ob das jetzt auf jeder Seite steht oder nicht. Das könnt ihr dann ausprobieren. Erstmal ein bisschen, macht am besten irgendwie ein leeres Blatt und experimentiert da ein bisschen rum. Ich lasse das jetzt erstmal drin. Klicke hier drauf und schon haben wir hier überall eine Kopfzeile. Da kann ich jetzt was reinschreiben. Ich schreibe jetzt einfach mal als Beispiel rein 2.1 Thema 1. Was ihr da reinschreiben sollt, werdet ihr wahrscheinlich Zettel oder sowas bekommen haben. Wenn ihr jetzt wollt, dass da drunter ein Strich ist, weil man kann mal kurz auf Seitenansicht gehen und das angucken. Sieht natürlich scheiße aus, wenn das einfach so da oben steht. Wenn ihr wollt, dass da drunter noch so ein kleiner Strich ist, dann müsst ihr einfach wieder auf Format, Seite, Kopfzeile, Zusätze. Geht auf diesen Rand hier, ich mache mal 50, Größe 50. Und dann geht ihr bei Benutzer definiert einfach hier einmal nach unten. Das heißt nämlich, dass das der Strich jetzt unter. Ja, unter dem Text der Kopfzeile ist. Könnt ihr auch dahin packen, wo wollt. Sieht natürlich so viel geiler aus und professioneller aus. Vielleicht ein cooler Tipp, weil seine Facharbeit darf man ja fast so gestalten, theoretisch wie man will, muss halt nur einheitlich sein. Zumindest bei uns ist das so. Dann machen wir weiter hier wieder auf Format und Seite. Fußzeile einschalten. Hier das gleiche Prinzip eben, auf welchen Seiten das stehen soll. Und auf OK. Jetzt haben wir unten auch die Fußzeile. So, wenn ihr jetzt die Seitennummerierung haben wollt, einfach auf Einfügen, Feldbefehl und Seitennummer. Und schon steht hier schön durchnummeriert bis unten hin 1, 2, 3 auf jeder Seite. So, ja, damit hätten wir das eigentlich auch schon geklärt. Manche Leute brauchen vielleicht noch Quellen, so wie ich hier. Ich mache jetzt hier mal beispielsweise noch eine Quelle nach dem ersten Satz. Gehe einfach hier hin. Dann geht er auf Einfügen, Fuß- und Endnote. Und drückt dann einfach auf automatisch oder Zeichen. Da könnt ihr halt die Fußnote eingeben. 1, 2, 3, 4, 5. Oder hier halt auch. Könnt ihr euch alles aussuchen. Ich mache mal einfach automatisch. Dann steht da unten die 1. Und automatisch werden alle anderen Ziffern aufgerückt, also aufgezählt. Das heißt, ihr könnt also auch mittendrin dann irgendwo wieder was verschieben. Müsst halt nur gucken, dass das passt. So, das wären so die grundlegenden Sachen. Also Quellen, Fußnoten. Ja, also Fußnoten für die Quellen. Kopfzeile. Mit Überschrift für die Seite vielleicht so irgendwie und halt Seitenzahl und ja, das war es dann auch schon wieder. Wenn ihr noch Fragen habt oder so zu einzelnen Sachen hier, könnt ihr die auch einfach in die Kommentare schreiben. Ja, das war's schon wieder, bis zum nächsten Mal. Tschüss.